Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne und heute geht's um das Halloween-Event, was vor kurzem von World of Warships vorgestellt wurde. Hier haben wir schon mal einen Blick auf die neuen Künste im Hafen von World of Warships, im Halloween-Hafen, der dann wieder für das Event eingeführt werden wird. Hier haben wir hier so einen Typen im Knast, der sich dann eben bewegt. Ein Monster kann man ja eher sagen, Typ ist das ja nicht so richtig. Und dann seht ihr hier schon, hier geht es dann wieder so ein bisschen über in die alte, bekannte Welt im Hafen. Mit dem Schloss oben, mit den Fledermäusen, die da rumfliegen und so weiter. Und hier sind wir dann wieder ganz in dem alten Bild mit dem Containerschiff im Hintergrund, wo man diese Halloween-Container dann öffnen kann und so weiter. Es wird sich aber einiges verändern im Vergleich zu dem Event in der Vergangenheit. Zum einen werden die alten Events verfügbar sein, 2016, 2017. Diese bekommen aber einen neuen Albtraum-Modus, wenn ihr in Divisionen unterwegs seid. Und ja, die werden wohl richtig hardcore. Und ich bin mal gespannt, wie da die Belohnungen aussehen werden. Das ist noch nicht ganz klar. Das steht hier auch nicht geschrieben oder wurde darüber groß gesprochen. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie sicherlich nicht ganz ohne sein werden. Als neuen Kampfmodus hinzugefügt wird der Demos-Angriff, der dann mit speziellen Schiffen gefahren werden kann. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Erstmal hier in den Forschungsbaum gucken. Es gibt 3 Zerstörer, 3 Kreuzer und eben 3 Schlachtschiffe. Die müsst ihr nacheinander freischalten, um dann halt bis hochzukommen zum Premium-Schiff, was es in jedem Bereich geben wird. Und ja, das ist echt was Cooles, muss man sagen. Hier zum Beispiel die Shimakaze, wir haben da gleich noch größere Bilder. Octodroid, das ist die Alaska, bloß umgewandelt. Also hier geht es dann um den Krokosaurier oder sowas in der Art. Das ist dann eben die Montana Scorbid oder Scorpiot. Ist die Yamato zum Beispiel umgewandelt. Die sehen echt Hammer aus. Ja, ich habe jetzt nur Fotos. Es gibt dann natürlich 3D-animierte Tarnung. Und zwar alle. Ja, alle haben sie spezielle Funktionen und bewegen sich und so weiter. Also das ist wirklich richtig, richtig cool. Hier haben wir schon mal einen Blick auf die Montana, wo sich dann hier zum Beispiel das Maul bewegt und so weiter. Also ist wirklich wieder mit Liebe und detailliert gemacht. Das ist ein Schiff, welches ihr dann in dem neuen Spielmodus Dämmerungsangriff fahren könnt. Und der Kampfmodus, der wird so ein bisschen angelehnt an dieses Rogue Wave Event, was vor einiger Zeit in World of Warships stattfand. Da ist man mit 4 Teams A3 Spielern durch die Gegend gefahren und hat sich gegenseitig bekämpft. Jetzt werden es eben 3 Teams A3 Spieler sein. Und weil es eben nur 3 Teams sind, fehlt dann nämlich noch ein Element. Und das ist dann eben die KI. Es wird in Zukunft in diesem Event so sein, dass ihr euch mit den 3 Teams gegenseitig bekriegen müsst und gleichzeitig gegen die KI kämpfen müsst. Das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Und das Schlimme ist, die KI wird nach und nach stärker. Also die werden immer, immer schwieriger. Ihr startet halt mit solchen speziellen Schiffen, wie hier zum Beispiel der Montana oder der Shimakaze. Super cool, sieht das hier aussieht mit diesem Leuchtenfisch oder Lampionfisch. Und habt gar keine Verbrauchsmaterialien. Ihr wisst ja, bei diesem Halloween-Event wird es auch wieder ganz spezielle Verbrauchsmaterialien geben. Das sind dann so eine Sachen wie sofortige Drehung vor Anker oder Unverwundbarkeit, Unsichtbarkeit, Heilungshüllen, sodass man sich dann wieder schnell hochheilen kann. Also eine ganze Geschichten wird es da geben. Und ja, ihr müsst eben diese Verbrauchsmaterialien aufladen. Und ihr könnt sie nur aufladen, indem ihr feindliche Schiffe versenkt, also nicht nur KI-Schiffe, sondern auch gegnerische, spielerische Schiffe oder ein Verbündeter von euch abgeschossen wird. Und ihr fahrt halt in diese Felder rein und collectet die ganze Geschichte. Über das ganze Feld verteilt liegen dann eben Ressourcen und die sammelt ihr ebenfalls mit ein. Und am Ende kann man oder muss man es schaffen, das Gefecht lebendig durch die Mitte des Portals zu verlassen. Nur dann nehmt ihr nämlich 100% eurer Ressourcen mit. Solltet ihr vorher sterben und das Gefecht nicht durch die Mitte verlassen können, sind es eben nur 20%. Und das ist eigentlich der Trick bei der ganzen Geschichte. Denn da kommt es nur auf euch drauf an. Ihr könntet theoretisch losfahren, umdrehen und sofort zurück zum Portal fahren. Dann habt ihr aber keinerlei Ressourcen gesammelt, habt das Gefecht überlebt, aber keine Punkte gemacht, wenn man dazu sagen möchte. Umso länger ihr in einem Gefecht bleibt, und umso mehr Ressourcen ihr sammelt, desto höher wird euer Impact und eure Belohnung am Ende des Spiels eben sein. Es wird wieder einen speziellen Reiter im Arsenal geben und da kann man sich dann eben spezielle Tarnung im Monster-Modus, im Monster-Stil, ja eben mit Standard-Boni für die jeweilige Tierstufe, ja, kaufen.
Am Ende werden diese Punkte, die ihr in so einem Gefecht sammelt, eurer Teamspardose, so heißt das, gut geschrieben. Wie genau das nachher funktioniert, dass das von der Teamspardose auf euch verteilt wird, keine Ahnung. Also ich vermute, das wird der Division irgendwie gut geschrieben und wenn die dann aufgelöst wird, wird die Division quasi zu gleichen Teilen, also das Guthaben zu gleichen Teilen auf alle drei Spieler aufgeteilt. Irgendwie sowas, so muss es ja sein, weil die Division ist ja kein Dauerbestandteil in dem Spiel. Also so, dass man auch, wenn man das Spiel verlässt, wieder reinkommt und dann geht das da weiter. Oder merkt sich das Spiel, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, die Division und wenn sie dann wieder zusammenkommt, geht das mit dem Guthaben weiter. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Da wurde jetzt auch nicht ganz konkret erklärt, wie das dann genau läuft. Auf jeden Fall ist es eben entscheidend, dass ihr Ressourcen sammelt und mit diesen Punkten könnt ihr dann eben in einem Arsenal eben einkaufen und diese tollen Sachen hier wahrscheinlich dann auch bekommen. Das hier ist nochmal die Henry, da war eben nochmal die Yamato. Hier haben wir die Khabarovsk zum Beispiel und ja, da haben wir die Alaska. Sieht teilweise recht mechanisch aus, teilweise recht organisch. Also das ganze Programm. Es wird auch wieder eine ganz, ganz neue Art von Tarnung geben. Das hier ist jetzt nochmal aus dem Gefechtsmodus. Da seht ihr hier, wie sich der Kreis da so aufbaut. Und hier ist dieses Portal, wo man sich dann jederzeit zurückziehen kann. Steht in der Mitte der Karte. Ne? Kommen wir nochmal zu diesen speziellen Tarnungen, die ich eben schon ansprach. Und zwar hier. Diese Tarnung, die kann man bekommen, verdienen, freischalten, wie auch immer, in diesem Gefechtsmodus. Und das Besondere an der Tarnung ist, sie ist nicht für ein bestimmtes Schiff vorhergesehen. Das heißt, ihr habt sie und könnt sie zwischen T8, T9, T10 hin und her wechseln, wie ihr wollt. Aber nur so lange, bis ihr sie das erste Mal montiert habt. Wenn ihr sie montiert habt, ist das nicht umkehrbar. Und das Schiff bekommt dann die Bonis der standardpermanenten Tarnung von dem Schiff auf dieses Schiff gut geschrieben. Aber die Optik sieht natürlich dann hier so, ich sag mal, besonders aus, wie bei der Iowa hier zum Beispiel oder eben bei der Bismarck mit diesen Pfeilen hier drinne und der interessanten, ja, keine Ahnung, wie nennt sich das? Eine Kreissäge ist ja nicht, aber ja, eben so einen speziellen Rahmenvorrichtung. Ist auf jeden Fall interessant. Ja, und wie immer wird es natürlich die Möglichkeit geben für diejenigen, die das Halloween-Event nicht mögen, dass diese Tarnung komplett ausgeblendet werden können und dann eben eine Standardtarnung angezeigt wird. Das ist ja auch eine der Neuerungen, die jetzt dann mit den nächsten Updates ja, ins Spiel kommen. Ja, das ist eigentlich alles, was man erstmal zum aktuellen Stand beim Halloween-Event sagen kann. Also, man kann es nochmal kurz zusammenfassen. Es wird drei Gefechtsmodus geben, es gibt einen Albtraum-Modus, für die bestehenden, für die alten Gefechte. Der U-Boot-Modus wird nicht verfügbar sein. Ne? Also nicht so wie im letzten Jahr, dass das U-Boot auch nochmal dazukommt. Ich vermute, dass dieser Dämmerungsangriff auch nicht permanent verfügbar ist, sondern man im ersten Augenblick eben sich nochmal so ein bisschen durch die Rettung der Transylvania spielen muss, Sonnenstrahl der Dunkelheit spielen muss und dann im Anschluss für die letzten zwei Wochen möglicherweise der Dämmerungsangriff erst freigeschaltet wird. War ja im letzten Jahr nicht anders. Es war sehr ähnlich. Ja, und das war es eigentlich, was ich euch zum Halloween-Event diesmal mit auf den Weg geben kann. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Wenn dem so ist, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Über ein Abonnement würde ich mich freuen, auch über eine Weiterempfehlung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video im Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, ciao, ciao, euer Andi.